Was geht, Freunde? Ich bin in New York. Wir sind in einem Laden drin. Heute drehen wir eine Foodtour. Ich habe den Alex dabei. Was geht? Der Alex ist Koch, das heißt, wir haben eine gebildete Meinung heute am Start. Heute sind wir im ersten Laden jetzt gerade in Brooklyn. Wie heißt der? Bagel World, genau. Bagel World, weil natürlich braucht man ein typisches New Yorker Frühstück. Bagel Nummer 1 ist da. Ich packe dann mal ganz kurz aus. Heilig Scheiße. Crazy. Okay. Ich beiß einfach mal rein. Also, ich habe einen Lachs, Avocado, Zwiebel, Tomate, Cream Cheese Bagel. Alter. Boah. Der ist getoastet. Alter. So, Bagel Nummer 2. Was hast du für einen? Den Pastrami Bagel. Boah. Sieht auch richtig wild aus. Heilige Scheiße. Oder? Das sieht aber sehr nach Lachs aus. Das sieht echt nach Lachs aus. Na egal, scheiße. Natürlich, Digga. Crazy, oder? Ich muss sagen, ich finde ja solche kleinen, süßen, urigen Läden ziemlich geil. Wir sind auch hier ein bisschen außerhalb von dem Trubel Manhattans, deswegen ist in Brooklyn der Laden. Alles eine 12 von 10. Ich bin sehr, sehr hyped. Bye guys, have a good one. So, Laden Nummer 1 haben wir durch. Jetzt gehen wir nochmal zum Barclays Center in Brooklyn, die Arena, ein bisschen angucken und dann geht's zum nächsten Spot. Wir sind bei New York Birria. Das sind Tacos, Birria Tacos. Es ist wirklich, die sieht man all over Instagram, wenn man Food Videos anschaut. Da ziehen wir uns jetzt welche. Bin gespannt. Let's go. Hi. What kind of tacos do you have? Birria and what else? Chicken, pork, steak, burrito. Okay, I'm gonna take 2 tacos. One birria taco and 1 shrimp taco. Shrimp? Yeah. You can make 10. Thank you. Have a good one. Also mir ist schon ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe die Tacos irgendwie falsch rum. Egal, das kriege ich noch hin. Das wird super. Ja, ist jetzt ein halber Shrimp, ein halber Birria Taco. In diesem Sinne. Oh Gott, das schmeckt trotzdem lecker. Und die Shrimps, die Shrimps nicht. In diesem Sinne, einen guten. Alter, aber meine Hände sind so kalt. So, als nächsten Foodspot, wir sind gerade bei Menya Sandaim. Sandaime. Das ist was Asiatisches. Ich weiß nicht genau, ob Japanisch, Chinesisch. Bin ich überfragt. Jedenfalls gibt es hier Baobans. Baobans, das sind so, naja, ich will nicht sagen asiatische Burger, aber eben so gedünstete Teigdinger mit eben Füllung. Ich habe einmal Fried Chicken, einmal Pork, einmal Shrimp. Dazu gibt es einen asiatischen Green Tea. Bin gespannt, wie es aussieht. Bis gleich. Thank you. Yeah, we're together. I'll give you guys. Thank I'll you. Give you one. Yes. Thank you so much. Bruder, das sieht geil aus. Was ist das für heftige Gyozas? Digga, das sieht geil aus. Die sind einfach. Ja, geil, die sind zusammen so. Alter, hilft das. Alter, geil. Guten. Guten. Mm.
Boah. One day later. So, Futur die nächste. Wir sind jetzt hier beim Lobster Place. Jetzt gibt es eine Lobster Roll. Das war der allererste Lobster Roll jemals, die ich esse. Bin sehr, sehr gespannt. Es sieht sehr wild aus hier. Und ich zeige euch gleich mehr von dem Laden und so. Sehr, sehr, sehr krass. Thank you. Hey, how you doing? Can I get one main lobster roll, please? One main lobster roll. That's it. Anything else? Stay and go. It's a stay. Sure, it'll be $25 and $25 and $4 cents, please. $4 cents. Hast du Münzen oder so? This is a dollar. Yeah, I guess. Yeah, alles gut, wir haben. Ja, danke. Wait a minute. Or? No. Or is that a strong? That's a different. Da ist das Schmuckstück. Lobster roll. Kannst du filmen? Super Ding. Ja, guten, ne? Boah. Guten. Geil. Schmeckt sehr saftig, das Fleisch. Bisschen eine Schärfe durch die Soße, durch die Mayo. Oh Gott. Ist normale Sauce gut? Sehr geil. Also fast zur Lobster Roll. Hab mich ein bisschen enttäuscht. Sehr geil. Die Mayo hat sehr, sehr viel Geschmack davon abgenommen. Weil sie mir nicht so geschmacksintensiv, wie ich es mir erhofft hatte. Aber vielleicht lag es ja auch an diesem Spot hier. Vielleicht gehen wir nochmal zu einem anderen, wer weiß. Wir sind übrigens gerade hier im Chelsea Market, das ist so ein Food Court mäßig, ganz schön hier drin und werden noch ein paar Läden auschecken. Bin gespannt, ihr seht auf jeden Fall, was als nächstes kommt. Hey man. Yeah, how are you, man? Can we get one jerk chicken? Yeah, get chicken a second. Nächster Spot, wir haben Jerk Chicken geholt, das ist, soweit ich weiß, aus Jamaika. Nagel mich nicht drauf fest. Ich nehme jetzt einen Taste Test, filme einmal, das sieht so geisteskrank gut aus. Das riecht aus wie geisteskrank. Okay, nehmen wir. Alter, ist das zart. Ich dachte, der ganze Burger ist richtig gesund. Oh mein Gott. Digga, da sind Gewürze drin. Hab noch nie geschmeckt, sowas. Alter. Boah, geisteskrank. Muss ich probieren. Jeder weiß. Hast du Chicken mit dabei schon? Ja. Das ist krank, ne? Der wird zart. Vorbei. Digga. Wow. So geil, wie der Zimtgeschmack rauskommt, ne? Das ist so gut rein. Und ja. Diese Schärfe im Abgang. Wild. Empfehlenswert. Boah. Nochmal ein Fazit, diesmal zum Jerk Chicken. Das war anders krass. Das war das krasseste Chicken, was ich hier gegessen habe. Mit dieser ganzen Gewürzen und so. Zimtig, scharf, würzig. Das war anders crazy. Bin mal gespannt, ob wir jetzt noch irgendeinen Food Spot abchecken hier. Oder ob es weitergeht. Werdet ihr gleich sehen. So, wie ihr seht, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich bin nicht mehr in New York, ich bin zu Hause am Videoschnitt gerade. Hab kein Outro gedreht, deswegen mache ich das jetzt hier. Wenn euch gefallen hat, drückt auf Liken, Abonnieren, bleibt aktiv, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns. In diesem Sinne, ciao, ciao.